Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer krasser Kollege. Und yeah, heute mal nicht aus meiner neuen krassen Überwohnung, die ihr im letzten Video gesehen habt. Nein, heute bin ich hier zu Gast beim lieben Schmied. Ja, genau. Also wir sind hier in der Schmeckt-Villa unterwegs, ja. Und ja, wir waren natürlich beim Meckes, ja. Und ich habe mir hier gegönnt, zwei Hamburger mit Käse, zwei Cheeseburger und das Produkt, das ich mit euch reviewen werde, nämlich den Fisch-TS. Fischböge. Das schmeckt. Was hast du? Oh, ich habe hier. Boah, ich habe die Hände in der Kamera nebenan. Ich habe hier eine ganz klassische Bestellung, Ali. Und zwar hier. Ja, hier bin ich schon am Finishen vom Ziegenbügel. Die haben auch noch einen zweiten Ziegenbügel. Die kann man sich ja nicht genug wegsnacken, ne? Jo. Und dann haben wir Ali. Roffel-Loll-Riefel-Pommes, alle habe ich jetzt frisch entdeckt, Mann. Die kann man sich richtig frisch reinfetzen, Mann. Und am besten machst du das mit der Süß-Sauer-Soße, alle. Jo. Und dann, ja, ganz hinten in der Ecke, alle. Hier der McChicken, alle. Ja, und dann noch, ja, Leute, wir sind heute, ja, wir haben uns schon, wir haben mit Brokkoli, ja. Wir haben uns schon mit Brokkoli vergnügt und ja, deswegen haben wir noch mehr. Wir haben hier noch den Fresh Chicken Wrap, alle. Ja, mit Schmelzka diesmal. Ja, aber ohne Tomaten, ganz wichtig. Ja, ich würde sagen. Schmelzka! Oh je. Jo, ich würde sagen, ich gönne mir das jetzt und ja, guck den lieben der Graf Snacko dazu, wie er hier den Fischbügel isst, alle. Du willst es selber filmen oder soll ich dir halten, Mann? Ich filme hier Ja, selber, okay. damit ihr hier das richtige Point of View habt. Ja, das ist ja der Fisch TS. Ali, also, das schmeckt, was ist denn das hier für eine Soße, Ali? Das ist die Cocktailsoße. Oh, da ist ja ein Tomätchen drinnen, das mag ich ja gar nicht. Boah, aber da muss ich abblicken für die Soße. Junge, der andere im Käse, Ali. Die Tomate ist hier im Müllsack gelandet. Die Soße in meinen Mund. Und ja, probieren wir den mal hier. Oh, da bin ich ja gespannt. Ja, da ist das ein Fisch wie so ein Hai, ne? So ein richtig schön Beißmann. Ja, Ali, da ist dieses große weiche Fischstäbchen drin. Ja, mit so leckeren Cocktailsoße, wie man es von zu Hause Ja, kennt. dann schmeckst du die erste Kugel raus aus der Cocktailsoße. Ist ja lecker, ne? Ja. Aber Aldi, ich finde das richtig, richtig widerlich, Aldi. Ja, Aldi, das Fisch, ey, das ist Aber ich weiß nicht, das ist schon gut. Kann man Oh, schon gewöhnen. Aldi, mag ich das gar nicht, ey. Ja. Oh ja, dann gib mal her, kurz hier. Dann gib ich mal den allen. Ja, da ist er weg, ne? Ja, Aldi. Okay, ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Wie man. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und ja, das schmeckt. Deine Abschiedsworte. Ja, das sind Daumen für die Fische, Aldi. Ja, habe mich gefreut, hier zu sein. Na schön, Alter. Und ihr Freunde, haut rein, Aldi.